Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir müssen jetzt die nächste Hauptmission machen, der Anwärter. Und in der vergangenen Folge ist ja der Kämpfer gestorben, den wir begleiten sollten zu den Olympischen Spielen. Nun müssen wir für ihn einspringen und der ist sehr witzig gestorben. Also, ja. Und gleichzeitig aber auch sehr dumm ist er gestorben. Und jetzt müssen wir den Pankrationsorganisator finden und mit ihm sprechen. Ich hoffe halt, dass wir die Olympischen Spiele wenn dann schaffen. Komm schon! Ich bin mir da nicht so sicher, ob wir das schaffen. Ein paar neue Pfeile stellen wir uns dann mal noch her. Wir haben nämlich nur 7. Falls wir überhaupt unsere Ausrüstung wieder reinnehmen können. Hier oben können wir auch noch synchronisieren. Das würde ich sagen, machen wir einfach mal. Das hängt eigentlich direkt auf unserer Strecke hier. Erstmal hier irgendwie rum. So, sehr gut. Gut. Tempel des Zeus. Ja, sieht ganz nett aus. So, dann klettern wir mal nach oben. Hep. Hep. Gut, fast oben. Also, der Tempel ist auf jeden Fall groß. Jetzt geht es weiter zu unserem Ziel. Wir springen einfach mal von hier oben aus runter. So, da ist irgendwo unser Ziel. Ich muss mit ihm sprechen. So, runter geht's. Ja, war doch ein schöner Sprung. Ich feiere den ja sowieso mit dieser Rolle und so. Ich finde, der Sprung sieht einfach mega geil aus. Und wir stellen jetzt mal lieber ein paar Pfeile her. Mit. So. Zack. Hallo. So, da wären wir. Ich komme für das Pankration. Das muss ein Scherz sein. Uns fehlt nur noch ein Kämpfer, und zwar Testikles. Ihm geht es nicht gut. Er leidet unter dem Wetter. Ich nehme seinen Platz ein. Schon gut, schon gut. Spar dir das für den Kampf. Das kam noch nie vor. Doch die Menge würde toben, wenn das Pankration abgesagt wird. Nun gut, die Wettkämpfe beginnen in Kürze. Also los. Gut, ich bin bereit. Dann stellen wir uns mal diese Herausforderung.
Freude darf ich euch Kallias vorstellen. Ein ehemaliger Sieger in diesem Stadion. Und nun ein hochgeschätzter Kampfrichter hier in Olympia. Es ist mir eine Ehre, dieses Ereignis anzukündigen. Verschwenden wir keine Zeit. Das Pankration. Ich halte keine lange Rede, denn wir wollen alle einen Kampf sehen. Bei Zeus, lasst den Wettkampf beginnen. Hahaha, ich zerquetsch dich wie einen Käfer. Dann zerquetsch mich mal. Das wird einfach. Über dies, das tut weh. Wird man noch lange nicht. Auf einmal wirst du ganz kleinlaut, was? War das schon alles? Das war gerade erst der Anfang. Was? Nun, da unser Herausforderer aufgewärmt ist, wollen wir mal sehen, wie er sich gegen Erastos schlägt. Viel Glück. Nicht blinzeln, sonst siehst du Sterne. So, dann los. Mal schön drauf hier. Den haben wir auch erledigt. Die Menge liebt dich, doch du bist noch nicht fertig. Nicht fertig? Ein schönes Opfer für die Götter. Meint ihr nicht auch? Schon bald kommen wir zu unserem letzten Wettkampf. Der mächtige Alexios gegen den amtierenden Meister, Dorieus. Erstaunlich! Bald könnte ich der Gefährte eines Olympiasiegers sein! Oh, du bist in besserer Verfassung, als ich es bin. Obwohl, wenn Sokrates ein bisschen gewillter wäre... Alcibiades, geht es dir gut? Ich war aus mit Demophanes und Kallias, den bekannten olympischen Kampfrichtern. Zu viel billiger Wein? Hast du aus Medeas Becher getrunken? Medeas Becher? Glaubst du, er wurde vergiftet? Du hast gefeiert? Wir sind in Olympia. Was soll ich sonst tun? Wir waren im Leonideum. Wenn du vergiftet wurdest, muss ich den Kampfrichter finden. Vergiftet? Meinst du, das wurden sie auch, oder? Nein, niemals. Es sind gute Männer. Du glaubst doch wohl nicht, dass einer von ihnen... Sie veranstalten bei allen Spielen ein Fest, um die heilige Waffenruhe zu feiern. Bleib bei ihm. Ich gehe der Sache auf den Grund. Reiche mir den Olivenzweig und ich nehme den ganzen Wald. Der ist also einer vom Kult. So, so. Dann kümmern wir uns mal um den. Ah, da vorne ist er sogar.
Ah, wir sollen nur mit ihm sprechen. Oder wir legen ihn um. Okay, wir können irgendwie nicht mit ihm sprechen. Dann machen wir einen kritischen Schleichangriff. So. Na los. Komm ran. Gut, jetzt noch bestätigen. Du wirst keine mehr Leid zufügen. So. Den haben wir erledigt. Ja, da kam mir aber auch direkt schon so ganz komisch vor. Ich finde es schade, dass du bei sehr vielen Leuten irgendwie immer wieder ansiehst, dass sie zu dem Kult gehören. Ich fände es viel überraschender, wenn das halt einfach so eine Person ist, von der du es halt nicht erwartest, dass die zum Kult gehört. So, finde ich mal richtig cool. Das Heiligtum von Olympia. Hier kämpfen die besten Athleten um Ruhm und Ehre. So. Wir müssen mit dem Bankett-Teilnehmer sprechen. Hier rein müssen wir, okay. Das war definitiv Gift. Und Alkibir, das war nicht das einzige Opfer. Finde heraus, was mit Alkidia bis geschehen ist. Okay. Die wurden alle vergiftet. Die Waffenruhe ist brüchig genug. Wie viele es einfach hier erledigt hat. Ich hoffe, Alkidia, aber es stirbt nicht. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass das passieren wird. Okay, dort gibt es Informationen, wir müssen schnell rein hier. So. Das Essen riecht komisch, aber nicht verdorben. Das ist der Beweis. Gift. Jemand hat es ins Essen und den Wein gemischt. Ein Speiseplan für die Feier. Unter Name des Händlers statten wir diesem Priam einen Besuch ab. Einkaufsliste fürs Bankett. Questgegenstand. Okay. Auf zum Händler. Gibt es hier etwa noch einen vom Kult? Scheint beinahe so. Und jetzt werden wir uns mal unterhalten. Bitte, bitte, ich habe nur getan, was man mir gesagt hat. Und jetzt tust du, was ich dir sage. Bitte, ich dachte, wir machen sie nur etwas langsamer, weißt du, damit sie verlieren. Ein paar Drachmen gewinnen. Mein Freund Alkibir, das könnte bereits tot sein. Und du redest von Drachmen? Der Goldjunge. Ich war dort. Er hat nicht viel genommen. Wenn du ihm das Gegengift verabreichst, überlebt er. Sag mir, wo es ist. Bestimmt findest du es bei der Festung Koroibos. Ein Mann von dort bezahlte mich. Such da. Ich kümmere mich um den Schuldigen. Aber zuerst um dich. Bleib stehen, du Hund. Ey, du bist doch auch vom Kult. Du komische Heini hier. Ich könnte das auch einfach nicht lassen. So, wir brauchen schnell das Gegengift.
Wir nehmen das Pferd hier direkt. Raus, du blödes Pferd. Geh schneller. Wir brauchen schnell das Gegengift. Mich wundert ja ehrlich gesagt auch, dass unser guter Freund gar nicht so viel genommen hat. Also, wie man den kennt, ist der eigentlich meistens so in dieser Feierlaune. Ella. Aber wer ist so der Anführer? Hier gehen wir zu Fuß, würde ich vorschlagen. Unser Pferd hat sowieso gerade leichte Macken. Das muss repariert werden, glaube ich. Ist kaputt. Das muss das Gegengift sein. So, Gegengift besorgen. Gut. Oh, hier gibt es einige Sachen, die wir hier machen können. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Warum habe ich hier gerade gehört, Zeit zu sterben? Hier muss jemand irgendwo kämpfen. Was war das? Ach du Schreck, der 36 von der Stufe her. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer bist du denn? So. Alles. Aua. Lass es sein, bitte. Jetzt mal alle. Wie kriegen das eigentlich gerade die alle mit? Wenn ich das so hinterfragen darf. So. Ja gut. Kurz etwas plündern. Schauen einfach mal noch hier. Zack, verbrennen. Hallo, ich will hier durch. Alexios? Gut. Da hat er einfach keine Lust. Nein, Kopfgeldjäger auch noch. Auch noch das. Fast entdeckt. So. Weg mit dir. Jetzt kommst du erstmal weg. Nein. Na los. Du musst auch mal weg. Nein, hier hinten kommt eine Wache. Du stirbst mit mir. Ich sterbe nicht. Das hast du schön vergessen. Na los, stopp doch schnell bitte. Du brauchst gar nicht so rumstöhnen. Alkidia wird das Gegengift geben. Ich würde gerne noch
den hier umlegen wollen. Falls wir das schaffen. So. Nee. Wir gehen. Das werden zu viele. So, wir rufen den guten Ferdinand hierher. Bleibt hier nicht verfügbar. Okay, aber jetzt. Los, komm her. Gut, wir verschwinden dann. Ganz schnell das Gegengift von so einem guten Freund geben. Leuchtfeuer entzündet. Na gut, das bringt ihnen eh nicht mehr viel. Ich bin ja eh schon weg. So, wir steigen mal hier an der Stelle jetzt ab und die restlichen paar Meter laufen wir. Weil mit dem Pferd, glaube ich, dauert das noch länger. So, unser guter Freund, der ist hier drin, oder? Ja, der ist hier drin. Der ist hier drin auf jeden Fall. Hier auf der anderen Seite. Okay, da müssen wir mal von hinten schauen. Vielleicht geht es da irgendwo rein. Komisches Gebäude auf jeden Fall. Ah, hier. Halt, lebt er noch? Ich habe das Gegengift. Ach, mehr Wein bitte, um den Geschmack wegzuspülen. Hippokrates wäre beeindruckt. Ich spüre schon, wie meine Kräfte zurückkommen. Steht nicht noch ein letzter Kampf im Pankration aus? Gehen wir. Ja, und diesen Kampf werden wir machen. So, bekommen wir nochmal ein Level up? Nein, leider nicht. Sprich mit Paios. Okay, wer ist dort hinten? Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir bei dem letzten Kampf dort vielleicht kämpfen müssen gegen einen vom Kult. Weil irgendjemand wird das ja auch mit dem Gift hier gerade eben und so befohlen haben. Klar, wir haben den einen vom Kult umgelegt. Aber ich glaube, der hat das mit dem Gift nicht befohlen. Ich würde sagen, wir machen das dann in der nächsten Folge hier weiter. Lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreibt auch gerne einen Kommentar. Das war's an der Stelle, haut rein und tschüss.